So, hallo Leute, es geht weiter mit AO International Tennis und ja, zwei Runden geschafft und es geht sofort weiter mit der dritten Runde im Future-Turnier. Ja, dann Müdigkeit 2%, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das sieht dann schon bei meinem Gegner schlechter aus. Und dann, ja. Weiter. Dann versuchen wir hier gleich in die nächste Runde einzuziehen. Aber gut, einfach wird es nicht. So, ich spiele ja gerade das Spiel, genau parallel läuft gerade das Spiel, das Finale in Rom von Zverev gegen Nadal. Und es ist ein spannendes Spiel bisher. 1 zu 1 nach Sätzen, jetzt im entscheidenden Satz, mal schauen. So, die Ladezeiten sind schon relativ lang, aber jetzt geht's los. Welcome to this third round men's match. Please give it up for the players as they take to the court. Ich will Aufschlag machen. Ich will gleich. Das geht gut los. Jetzt habe ich ein bisschen gepennt. WTF, was war das denn? Boah, schade, schade, du. Nee, also nochmal bitte nicht. Meine Anfangsprobleme, wie schon beim vorherigen Match. Schön. Break-Ball abgewehrt. Schön. Ja, kurz um auf das Spiel Zverev Nadal zu kommen. Also Nadal hat ja den ersten Satz losgelegt, 6-1, und dann Zverev 6-1 im zweiten gewonnen. Also da bin ich jetzt echt gespannt. Das ist wirklich ein spannendes Match und vor allen Dingen Zverev in einer Ausnahmeform zurzeit. Und er ist ja noch so jung, also er könnte wirklich sich hervorragend entwickeln. Oder beziehungsweise er hat sich ja schon gut entwickelt, aber könnte ein dominierender Spieler werden. Ah, und Nadal, naja, Nadal ist immer noch gut drauf. Aber seine Zeit ist dann auch bald gekommen. Der war noch drin. Okay, konzentrieren wieder aufs Spiel.
1-1. Schön. Der war gut. Die Aufschläge kommen jetzt auch besser. Ja, sehr schön. Das war ein schöner Winner. So kann es doch weitergehen. Boah, der hat den beinahe wieder. Aber 2-1. So, sieht das doch schon gut aus. So gut wieder ins Spiel zurückgeholt. Und dann ein unnötiger Fehler. Boah, der war gut. Der geht. Ja, gut. Der war gut gespielt. Sehr schön. Erste Break-Chance für mich. The server is challenging the call on the left service line. The ball was called out. Hm. Da hat er eine Challenge gemacht. Interessant. Two challenges remaining. Schön. Perfekt. Breaker jetzt 3-1. Schön. Unnötig. Ja, gut. Schon fast geahnt, ich habe wieder zu sehr nach rechts gedrückt, aber ging. Schön. 40-15. Ja. 4-1. So, das könnte eine leichte Sache werden hier.
es geht genau so weiter. Oh, hier, hier, jetzt ist er ein bisschen im... in der Defensive gehabt. Schade, schade. Oh, hallo? Bin ich schon vorgelaufen? Schläge sind gar nicht mal so schlecht. The receiver is challenging the ball on the left far side. The ball was called out. Versuch was wert. The receiver has two challenges remaining. Game. Oh Gott. Muss ich mal aufpassen hier, bin ich gerade hier in so einer bisschen schlechten. Ach gut. Ich spiel einmal wieder hier in die Karten sozusagen. Oh Mann, das ist echt unnötig. Also, was mache ich denn jetzt? Also, jetzt mache ich ja zu viele Fehler. Das ist gar nicht gut. Ja, endlich. Mal wieder ein Winner. Ja, 5-2. So, vielleicht kann man jetzt gleich das Match schon für mich entscheiden hier. Perfekter Winner war das. So muss das Spiel aussehen, aber leider ist es nicht so konstant. Schön. So, jetzt drei Matchbälle. Der erste Sitz gleich 6-2. Sieg gegen Bagel. Ja, 13 Minuten nur. Das war das schnellste Spiel bisher. So, gucken wir mal kurz die Statistik an. Was ist der Aufschlag? Naja, Winner
18:5, Anfangs Errors 12:11. Habe ich mich eigentlich auch verbessert im Gegensatz zu den vorherigen Spielen. So wie es aussieht, Prickbälle verwertet alle. Punkte über 29:17, schnellster Aufschlag 157. Ja. Von den Statistiken sieht's gut aus. So, dann geht's. Dann gleich weiter mit der nächsten Runde, aber nicht mehr in dieser Folge, sondern dann erst in der nächsten. So. Karriere, Spielergebnis, Leistungsbonus 134. So, gegen Urban muss ich als nächstes an 11 gesetzt. Im Viertelfinale. Ich denke mal dann, das Viertelhalbfinale und Finale werde ich in der nächsten Folge eine etwas längere Folge machen. Morgen dann. Um das Turnier dann gleich abzuschließen. Weil ich dann ab Dienstag auch noch Tennis World Tour bringen werde. Ja, und dann Ende Juni bzw. Anfang Juli dann natürlich wieder Tour de France 2018, für alle, die es interessiert. Genau, das sind so der Plan für die nächste Zeit. Tennis und Radsport. Ansonsten würde mir jetzt erstmal kein anderes Sportspiel einfallen, was jetzt gut, aber vielleicht noch stimmt, vielleicht noch MotoGP, mal gucken, kommt auch Mitte, Anfang Juni raus, das ist vielleicht noch eine Überlegung wert, aber da bin ich mir noch nicht sicher, also gut, bis zur nächsten Folge, bis morgen dann, tschüss.